Es ist dieselbe Hochzeit, dieselbe Feier, egal an welchem Tisch du sitzt. Geht's dir gut? Ich kann dich fast denken hören. Das hier ist mein Tisch, also solltest du dich dahin verirren, kannst du ja mal vorbeischauen. Der Tag wird nicht scheiße. Oh. Hi. Hallo, mein Gott. Ich bin Renzo, ich habe die Pubertät überstanden und spiele in einer Rockband. Ich bin Walter und war auch schon in der Pubertät. Ich bin Francie Milners erste Nanny. Ich kann von hier aus die Toilette riechen. So gut kennen wir beide das Brautpaar. Ich bin Eloise. Ich wurde abserviert von Francies Bruder, da drüben der Trauzeug an Tisch 1. Oh, im Ernst? Das ist ein toller Tisch. Ganz, ganz toll. Nein, ist er nicht. Doch. Nein, gar nicht. Wir dachten, du würdest nicht kommen. Du hast mit Nein geantwortet und dann mit Ja auf einer Antwortkarte, die du vorher abgefackelt hast. Nach 2 Jahren machst du per SMS Schluss mit mir? Alles Gute für deine Zukunftspläne? Wolltest du mich feuern, oder? Bitte lächeln. Wisst ihr, wie Francies Mutter Tisch 19 nennt? Ein Tisch, der besser hätte absagen sollen, allerdings nicht, ohne vorher etwas von der Hochzeitsliste zu schicken. Was? Ein Tisch, der während der Hochzeit verschwindet, ohne dass es einer merkt. Ein Tisch, an dem Menschen sitzen, die ihnen vollkommen egal sind? Was machen wir dann noch hier? Gehen wir. Was wäre, wenn du aus einem ganz anderen Grund heute hier wärst? Was wäre denn, wenn du mit was Besserem nach Hause gehst? Kennst du auch diese Tage, an denen den anderen die Dinge so leicht fallen, nur für dich sind sie unerreichbar? Nein. Nein, ich auch nicht. Ich komme zu Ihnen, weil ich um Megan Anns Hand bitte für diesen Tanz. Und den restlichen Körper, zusammen mit der Hand. Das kannst du dir abschminken. Du kannst dich also ruhig vor einem anderen Tisch blamieren. Es war wunderschön, mit dir zu tanzen. Wieso wurde ich gerade nicht geküsst? Das passiert viel öfter, als du denkst. Ihr seid Romeo und Julia. Und wir alle wünschen euch dasselbe Happy End. Ich gebe dir $20, wenn du aufstehst. Jetzt gleich. Na klar doch. Was ist denn? Schätzchen. Oh. Wie lange arbeiten Sie schon hier?